Die schnellste Internetverbindung für die Bevölkerung gibt es aktuell in Singapur mit 225,7 Megabit pro Sekunde, dicht gefolgt von China und Chile mit 223 und 221 Mbit. Also, die Länder, die liefern sich hier ein regelrechtes Kopf-an-Kopf-Rennen. Deutschland liegt übrigens, oh Wunder, ziemlich weit hinten mit gerade mal 80,8 Mbit. Und trotzdem können auch die Vorreiter lange nicht mit dem Rekord von einer Forschungsgruppe aus Japan mithalten. Einen ersten Rekord gab es 2020 mit 178 Terabit die Sekunde. Der neue Rekord aus 2021 ist aber fast doppelt so hoch und liegt bei 319 Terabit. Und nur um das mal einzuordnen, 319 Terabit entspricht 39 Terabyte Speicherplatz und 1 Terabyte, das ist ungefähr 250 Filme, die da abgespeichert werden können. Heißt, ungefähr 10.000 Filme können mit der Leistung pro Sekunde übertragen werden. Aber wie schnell ist denn euer Internet? Macht hier mal den Test und schreibt es in die Kommentare. Meine Geschwindigkeit seht ihr ja hier schon eingeblendet. Ich bin gespannt, wie ihr da abschneidet.